Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video zur neuen Minecraft Snapshot Version 13W21A. Letzte Woche hat sich Mojang eine Woche freigenommen, aber jetzt geht es wieder ganz normal weiter mit der neuen Snapshot Version. Ja, in der gibt es eine kleinere Neuerung, ansonsten gibt es eigentlich nur Bugfixes, und zwar gibt es jetzt ein User Interface für Pferde. Wenn ihr hier auf Schleichen drückt, also auf Shift bleibt, gedrückt, das gedrückt halte, dann Rechtsklick auf euer Pferd macht, auf euer gezähmtes Pferd, dann erscheint hier so ein User Interface und dann könnt ihr das Pferd mit Sattel und Rüstung ausstatten. Genau, und es war eigentlich auch schon die größte Neuerung in dem neuen Snapshot, also nichts Berauschendes, aber es gibt noch ein paar weitere Änderungen, kleinere und Bugfixes am Spiel. Ja, zum einen wurde damit begonnen, ein neues Ressourcensystem einzuführen. Das Inventar wird sich also wohl ändern. Mal schauen, was da dabei rauskommt. Genauere Infos habe ich da auch noch nicht. Wird man sicher nächste Woche mehr erfahren. Außerdem wurde das interne Chat-System überarbeitet. Also so Nachrichten wie sich Spieler tot oder sowas, die waren teilweise nicht übersetzt. Das sollte jetzt alles auch vollends übersetzt werden. Es gab ein paar Bugs mit beschädigten Ambossen. Die Experience Bar, also die Erfahrungsleiste, wurde auch im Creative-Modus angezeigt. Die wird jetzt nicht mehr angezeigt. Heuballen verbrennen nicht, sind nicht verbrannt, wurde jetzt auf jeden Fall gefixt. Moment, ich mache mal hier schnell Tag. Und außerdem wurden zum Beispiel Enderpearls verbuggt. Wenn man Pferde geritten hat, konnte man die nicht richtig verwenden. Und so weiter und so weiter. Ja, was gibt's denn noch? Mal, wenn man hier mit einem Pferdespawn-Ei auf ein erwachsenes Pferd das Spawn-Ei benutzt, dann wird ja ein Tier, ein Kind gespawnt. Und das hat nicht funktioniert, wenn man, und es hat nur funktioniert, wenn man auf dem Sattel von dem Pferd saß. Ja, ansonsten, wie gesagt, nichts super Tolles mehr. Spielerskins waren verbuggt, wenn sie im Werkzeug oder Rüstungen anhatten. Es gab keine Möglichkeit, die Pferderüstungen oder Sattel zu entfernen von dem Pferd. Das wird jetzt gelöst durch die UI. Das Horse-Namens-Tag, also wenn man dem Pferd einen Namen gegeben hat, dann war das lesbar. Wenn man auf dem Pferd drauf saß, wurde die ganze Zeit der Name angezeigt von dem Pferd. War natürlich auch ein bisschen nervig. Die Seiten von Cauldrons, also von Kesseln, hatten eine Kompass-Textur, nachdem er einen Kompass in einen Item-Frame, also in einen Bilderrahmen, reingetan hat. Gab es also einen Bug im Textursystem, der wurde gefixt, und die Unterseiten von Pferdeharnischen, von Pferderüstungen und Sätteln waren teilweise falsch texturiert, das wurde gefixt, und das selektierte Item wurde gelöscht, wenn die Rüstung, die man anhat, in dem Moment kaputt gegangen ist. Ja, ein paar Bugfixes, wie gesagt, nichts Berauschendes, nichts Tolles in dem neuen Update. Nächste Woche gibt es vielleicht wieder ein bisschen mehr, mal schauen, wenn Mojang wieder richtig drin ist. Jetzt waren sie ja noch im Urlaub letzte Woche gerade, haben es mal diese Woche wieder langsam angefangen mit ein paar Neuerungen. Mal gucken, was es dann wieder nächste Woche gibt. Und ja, soweit von mir bis hierher. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.